Hey, moin. Schön, euch zu sehen. Genau. Heute ist Palmsonntag und wir sind ja in der Predigtreihe, nennen wir den unerwarteten König. Und wir schauen auf Jesus, unseren König, der so ganz anders daherkommt als alle anderen Könige und Königinnen dieser Welt. Jesus hat mal selber zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit anderen Worten, mein Reich ist komplett anders als alles andere, was ihr sonst kennt in dieser Welt. Und das schauen wir uns in diesen letzten Wochen, haben wir verschiedene Aspekte von Jesu Herrschaft angeschaut. Und heute schauen wir uns an Jesus, den demütigen König, der nicht auf einem hohen Ross, sondern auf einem Esel daherreitet, in Jerusalem einzieht an diesem Palmsonntag. Der Start, Abel hat es gesagt, der Start der Karwoche. Palmsonntag, diese Geschichte von Jesu Einzug auf dem Esel nach Jerusalem. Vielleicht ist es für den einen oder anderen hier eine sehr altbekannte Geschichte. Vielleicht kennst du die von früher noch aus dem Kindergottesdienst. Und man sagt es manchmal so ein bisschen fast schon sentimental. So, ach, ist eine nette Geschichte für die Kinder. Ist es auch. Die Kinder reden heute auch drüber im Kindergottesdienst über die Geschichte. Aber ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir die Geschichte nur so beiseite schieben und sagen, ja, das ist für die Kinder. Weil diese Geschichte wurde aufgeschrieben und bewahrt durch die Generationen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für unseren Nutzen, uns zum Wohl. Deshalb wollen wir uns auch mit dieser Geschichte jetzt beschäftigen. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, Johannes 12 lesen wir. Die Version von Johannes, dieser Finaleinzug, sage ich mal, ist tatsächlich in allen vier Evangelien, wird das immer wieder erzählt. Wir schauen uns heute die Version vom Johannes ein bisschen an. Johannes 12, und da steht vielleicht auf eurer Bibel oben drüber die Überschrift, der triumphale Einzug. Das ist eine gute Überschrift, denn Jesus kommt hier tatsächlich nach Jerusalem rein, wie so ein König wird er hier empfangen, mit großem Jubel. Und das ist, müssen wir kurz drüber nachdenken, das ist bedeutend, vor allem, weil hier ein großer Shift passiert. Eine große Veränderung zu dem, wie Jesus bisher aufgetreten ist. Bisher war es nämlich so, dass Jesus eigentlich seine wahre Identität als König, als Sohn Gottes, eigentlich eher so ein bisschen low-key behalten wollte. Sobald jemand immer geschnallt hat, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, hat Jesus dann immer gesagt, ja, aber sag's niemand. Ja, post es ja nicht auf deinen sozialen Kanälen, behalte es mal schön für dich, wir wollen ja noch nicht so viel Wirbel machen. Das war also bisher bewusst immer so ein bisschen geheim und jetzt lässt Jesus das plötzlich zu. Er lädt es sogar ein. Er sagt, jetzt komm, holt eure Selfie-Kameras raus und jetzt macht ihr wirklich ein bisschen, ich will, dass das jetzt viral geht. Ja? Der reitet also nicht inkognito durch irgendein Hintertor durch Jerusalem rein, sondern er kommt wirklich und er lässt sich feiern. Also das ist echt was Besonderes, das ist bis dahin nicht so passiert. Okay? Und jetzt lesen wir mal die Geschichte in Johannes Kapitel 12, Verse 12 bis 19. Und da sind nach ein paar Buchstaben auf weiß, die könnt ihr mit mir dann gemeinsam lesen. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, also das war gerade das Fest in Jerusalem, dass Jesus auf dem Weg, Jesus sei auf dem Weg, ich habe es gekommen, nach Jerusalem, jetzt, okay, Entschuldigung, da nahmen sie Palmzweige, habt ihr gesehen? Ja, ich habe extra einen besorgt, meine Frau hat extra einen Palmzweige besorgt, okay, Palmzweige, erkläre ich gleich, was es damit auf sich hat, und sie zogen ihm entgegen vor die Stadt und sie riefen laut, ganz laut jetzt, und also die waren besser hier drüben. Okay. Kriegen wir zusammen hin, oder? Laut, Hosanna, gelobt seid ihr da, kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Warum? Weil es schon in den heiligen Schriften vorausgesagt wurde. Da heißt es nämlich, fürchte dich nicht, du Zions Stadt, siehe, dein König kommt und er reitet auf einem jungen Esel. Hat also hier eine Prophezeiung erfüllt. Damals, zu dem Zeitpunkt, verstanden seine Jünger das alles noch nicht. Aber später dann, als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, also nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, als die immer wieder drüber nachgedacht haben, und da, ach so plötzlich, deshalb der Esel. Da wurde es ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Jetzt geht's weiter. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Die haben es also nicht für sich behalten. Und aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Die haben also gehört, da ist was passiert mit dem Lazarus und die wollten ihn jetzt sehen. Sie kamen ihnen entgegen, sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte.
Und die Pharisäer, die sagten zueinander, da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Die wollten ihn ja ständig aufhalten. Alle Welt, ist das nicht krass? Alle Welt läuft ihm nach. Im Markus-Evangelium, da wird die Geschichte auch erzählt und da wird uns gesagt, dass der Esel, auf dem Jesus ritt, war nicht sein eigener Esel, sondern den hat er tatsächlich auch ausleihen müssen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Jesus hatte eigentlich kaum Zeugs. Der musste sich ständig alles ausleihen und bei anderen irgendwie borgen. Hey, kann ich mir mal dein Boot ausleihen? Hey, kleiner Junge, darf ich mal kurz deine 2 Fische und deine 5 Brote aus? Kriegst wieder, ich verspreche es dir, kann ich mal kurz ausleihen. Ja? Hier, kann ich mal kurz diesen Raum da oben ausleihen? Kann ich den mal kurz anmieten, weil ich will hier mit meinen Freunden gerne Abendmahl feiern? Kann ich mal kurz für 3 Tage das Grab da ausleihen? Du kriegst es wieder, ja? Ich brauch's nicht so lange. Ja? Hat sich ständig alles ausleihen müssen. Der hatte kaum Zeugs. Hier auch, den Esel hat er auch nicht selber gehabt, musste ihn auch. Und das wird uns im Markus, das ist eine lustige Geschichte, ich finde es lustig, da wird uns das erzählt, dass da 2 Jünger hatten tatsächlich den Auftrag bekommen von Jesus, sie sollten in den Ort Bethanien, das ist ein bisschen außerhalb von Jerusalem, da sollten sie hingehen. Und Jesus hat gesagt, da findet ihr dann diesen Esel und den sollt ihr einfach losbinden. Und wenn euch jemand fragt, sagt ihr einfach, der Herr braucht ihn. Jetzt stell dir mal vor, du würdest in Berlin einfach irgendwo, hat jemand gerade sein Fahrrad abgestellt und du gehst hin und nimmst das Fahrrad ihm weg. Und dann sagt der Typ doch, was soll das? Wenn du dann sagst, der Herr braucht das Fahrrad, kriegst du doch auf die Mütze in Berlin. Ja? Also das war da braucht es eine ordentliche Portion Dreistigkeit hier und Mut, einfach mal irgendwo hinzugehen und jemand den Esel wegzunehmen. Aber die haben es gemacht. Und dann haben sie den Esel also zurück zu Jesus gebracht. Auch das ist eines der Wunder in der Bibel, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Esel zu tun hattet. Die sind ja nicht so gefügig wie ein Pferd oder sowas. Ja, ein Esel, wenn er nicht laufen will, läuft er nicht. Wir hatten mal nur, Klammer auf, wir hatten in unserer Gemeinde, bevor wir nach Berlin gekommen sind, waren wir in der Gemeinde in Belfast in Nordirland. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und da hatten wir, in der Gemeinde hatten wir immer an Weihnachten im Advent das sogenannte, die Bethlehem Experience. Die Gemeinde hatte eine Sporthalle und die Sporthalle haben wir umgebaut in das Dorf Bethlehem. Und da konnten also die Leute aus dem Ort reingehen, den Stall anschauen und die Engel und alles, so ein richtig Marktplatz, das war richtig, war ein Riesending. Und wir hatten halt auch Tiere dort. Und ich war irgendwie auserkoren, die Tiere von dem Anhänger in die Sporthalle zu kriegen. Ich sollte den Esel da, der wollte nicht. Der wollte nicht in den Gottesdienst, in die Kirche gehen, der Esel. Und da kannst du echt, also ich bin sehr beeindruckt von den 2 Jüngern. Nicht nur, dass die den Mut hatten, den loszubinden, sondern dass die den überhaupt zu Jesus gebracht haben. Es ist ein Wunder. Okay, also. Jesus setzt sich dann auf den Esel in Bethanien und die machen sich dann auf den Weg nach Jerusalem. Und dann heißt es in Jerusalem, aber das wissen wir, dass da ganz viel schon los war wegen dem Passafest. Da war richtig Gewusel in der Stadt und alle waren ganz aufgeregt. Und die Gerüchteküche in Jerusalem, sie war am Brodeln. Die Leute haben sich gesagt, hey, hast du schon gehört? Da gibt es diesen Jesus aus Nazareth und der Lazarus, der lag schon im Grab und Jesus hat ihn wieder auferweckt. Ist doch krass. Oh, weißt du, was ich gehört habe? Da war der Jairus und seine Tochter, die war auch gerade gestorben. Und Jesus hat sie nur berührt und hat gesagt, steh wieder auf. Und sie fing wieder an zu atmen. Ist doch krass. Was meinst du? Ist das der Messias? Könnte das sein? Und der Nächste hat gesagt, ich habe auch schon gehört von dem Jesus. Da gab es diesen Typ, der hieß Bartimäus, der war blind. Und Jesus hat ihn wieder sehend gemacht. Ja, und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe gehört, da war die Maria. Das war eine sündhafte Frau. Und Jesus hat es zugelassen, dass sie mit ihrem Haar seine Füße waschen dürfte. Ist doch krass. Meinst du, das ist der Messias? Und dann sagt der Nächste, meine Tante, die war mal in Kana auf einer Hochzeit. Und da hatten sie plötzlich keinen Wein mehr. Und Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Ich habe immer noch 2 Flaschen bei mir zu Hause im Keller. Das ist der beste Wein, den ich je hatte. Ja, so. Und alle, und so, denn die Gerüchteküche brodelte in Jerusalem. Und alle haben überlegt, könnte das sein, dass das der Messias ist? Und auf einmal sagt einer, da ist er. Da vorne. Das ist er. Ich habe ihn doch schon mal gesehen. Das ist der Jesus. Und alle, nee, wirklich ist er das? Aber was macht er auf einem Esel? Ist ja ein bisschen komisch. Wenn er jetzt hier einreiten sollte, würde er doch eher vielleicht so wie Herodes oder wie Pilatus auf einem hohen Ross
Ja, ein richtiges Statement. Was macht er auf dem Esel? Sieht ein bisschen komisch aus, aber irgendwie auch ein bisschen nice, weil er ist ja viel zugänglicher und viel demütiger. Und jetzt kommt er hierher und boah, cool. Komm, wir machen mal ein bisschen. Ja, yeah, mach dir ein bisschen mit. Wir klatschen jetzt. Das ist die Übung. Ja, yeah, Jesus. Ja, yeah. Come on. Und dann sagt der eine plötzlich, Hosanna. Yes, Hosanna. Woo, yes. Und dann kommt er, yes. So ging's los, so stelle ich mir das vor. Ja? So ging's los. Die haben also gerufen, Hosanna. Abel hat es vorhin schon gesagt, Hosanna heißt, ist eigentlich so ein Hilferuf, heißt, Herr, hilf uns jetzt. Oder die Hilfe ist da, könnte man auch sagen. Ja? Ist anders als Halleluja. Halleluja ist gelobt sei Gott. Hosanna heißt, der Helfer ist da. Oder helf uns jetzt. Ja? Und das haben sie also gerufen und dann haben sie eben auch diese Palmwedel genommen, diese Palmzweige. Und haben es vor ihm tatsächlich auf den Weg gelegt. Das war so ein bisschen die antike Version von einem roten Teppich, den man ausrollt. Ja? Haben also alle ihre Zweige genommen und immer wieder auf den Weg gelegt vor ihm. Und immer, Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Könnt ihr das euch ein bisschen vorstellen? Ja? Da war also schwer was los in Jerusalem. Im Matthäus-Evangelium wird die Geschichte auch erzählt. Und da heißt es, ich habe den Vers, glaube ich, auch hier, Matthäus irgendwas, 21, so zog Jesus in Jerusalem ein und da heißt es, die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die ganze Stadt geriet in Aufregung, weil Jesus da auf einem Esel reinkam. Ja? Und die Leute waren richtig angezogen, wie so ein Magnet zu diesem Finaleinzug. Und die haben gefragt, wer ist dieser Mann? Und dann sagten die, das ist Jesus aus Nazareth. Könnte das nicht sein, dass er nicht nur ein Prophet ist, sondern der Messias ist. Jesus ist hier. Und ich liebe diesen Vers. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stelle mir das so vor, wäre das nicht cool, wenn das in Berlin passiert? Sodass die Gemeinden in Berlin sich so freuen über Jesus, so aufgeregt sind, dass die ganze Stadt in Aufregung gerät. Und Leute fragen, was ist denn mit euch los? Warum freut ihr euch so? Wer ist denn das, dem ihr hier singt und Hosanna zuruft? Dann sagen wir, das ist Jesus. Die Leute haben gefragt nach der Identität von Jesus. Wer ist das? Und nur so nochmal, Klammer auf. Menschen in deinem Umfeld stellen sich diese Frage. Wer ist Jesus? Die verbalisieren die Frage vielleicht nicht, aber Menschen in deinem Umfeld haben diese Frage. Wer ist Jesus? Deshalb machen wir übrigens Mitte April wieder den Alpha-Kurs. Könnt ihr euch schon mal merken. Ja? Der Alpha-Kurs geht wieder an den Start, weil wir da genau diese Frage versuchen zu beantworten. Wer ist Jesus überhaupt? Falls du Leute hast, wo du weißt, diese Frage brennt denen unter den Fingernägeln, du musst die dann einladen zum Alpha-Kurs. Ja? Also, jetzt ist hier also schwer was los und die jubeln und die haben die Zweige und die sagen Hosanna und alles. Das Problem ist, dieser Moment jetzt hier, wir wissen, der Moment war eigentlich doch nicht ganz so authentisch, wie es hier eigentlich aussieht. Das war viel Lärm, da war viel Freude vor den Toren von Jerusalem, aber im Nachhinein wissen wir, es war eigentlich auch ziemlich viel Hype. Es war einfach nur Hype. Es gab vielleicht noch nie ein besseres Beispiel für die Bedeutungslosigkeit von Berühmtheit als Palmsonntag. Die Bedeutungslosigkeit von Berühmtheit. Denn an einem Tag bist du der Hero, am nächsten Tag bist du Zero. Ja? Die gleichen Leute, die hier noch rufen, Hosanna, wuhu! Am Sonntag, ein paar Tage später, am Freitag, rufen sie, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Das ist krass, oder? Wie kann das gehen? Wie kann das gehen, dass man so schnell den Ruf ändert von Hosanna zu kreuzigt ihn. Von hilf uns jetzt zu tötet ihn jetzt. Was ist denn da passiert? Ich möchte heute mal behaupten, dass es damit zu tun hat, dass die Menschen, die Hosanna gerufen haben, unter dem Wort Hosanna was anders verstanden haben als Jesus. Ich erkläre es mal so. Mein absoluter Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme ist der Film Die Braut des Prinzen. Kennt das jemand noch? Baujahr 87 dieser Film. Braut des Prinzen? Ne, kennt das noch, oder? Ihr alte Menschen? Nein, wer kennt Die Braut des Prinzen nicht? Nein, oder ihr kennt es schon, ne? So. Nein, ihr kennt es nicht.
Also wir müssen einen Gottesdienst machen, wo wir klatschen lernen. Und dann müssen wir mal einen Gottesdienst machen, wo wir gemeinsam einfach nur die Braut des Prinzen anschauen. Das ist der Film über die wahre Liebe. Okay, wenn ihr den Film noch nicht, dann versteht ihr wahre Liebe nicht. Also, ich erkläre es euch kurz. Andre the Giant, kennt ihr den noch, diesen französischen Wrestler? Der ist in dem Film drin. Also Wahnsinn, ne? Ich habe ja ein Foto von diesem gigantischen Trio, ikonisches Trio aus diesem Film. Und dann gab es diesen Figur in der Mitte, das ist der, wie hieß er, der Vinicius? Vincini. Der hat dieses Wort unvorstellbar. Wisst ihr das noch? Ihr kennt es noch, unvorstellbar. Und dann gibt es einen, die krassesten Figur überhaupt im Film. Inigo Montoya. Ja, kennst du noch? Yes, genau. You killed my father. Prepare to die. Also, du hast meinen Vater getötet. Du bist des Todes, auf Deutsch. Ja, genau. Und er hat dann immer, wenn Vincini gesagt hat, unvorstellbar, sagt Inigo Montoya, du gebrauchst immer wieder dieses Wort. Ich glaube, es bedeutet nicht, was du denkst, was es bedeutet. So, jetzt stelle ich mir vor, Inigo Montoya ist Zeitzeuge, ist Augenzeuge beim Finaleinzug von Jesus in Jerusalem. Und er hört die ganze Zeit, Hosanna, Hosanna. Und Jesus ist auf dem Esel. Ich glaube, Inigo Montoya würde sagen, ihr gebraucht ständig dieses Wort, Hosanna. Ich glaube, ihr versteht nicht ganz, was dieses Wort bedeutet. So. Okay, hat nicht so ganz funktioniert, weil ihr den Film nicht kennt, aber in meinem Kopf macht es total Sinn. was ich heute tun möchte, noch für den Rest unserer Zeit, möchte ich noch schnell mit euch anschauen. Dieses Wort Hosanna, was haben die Leute darunter verstanden? Ja, was hat es für die Menge bedeutet? Was hat es für Jesus bedeutet? Und dann lass uns ganz persönlich darüber reden, was bedeutet es für dich heute, das Wort Hosanna? Also fangen wir an mit der Menge. Was hat es für die Menge bedeutet? Die haben ja eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben auf den richtigen König geschaut, auf Jesus. Hier kommt die Hoffnung. Aber sie haben sich falsche Hoffnungen gemacht. Sie haben falsche Erwartungen gehabt an Jesus. Und das sehen wir auch. Sie haben ein bisschen, wir sehen hier so in diesem, was sie gerufen haben, da ist so der Leak drin, dass sie eigentlich eine politische Vorstellungen hatten von ihm. Sie haben gesagt, gelobt sei der König von Israel. Jetzt müssen wir das ein bisschen verstehen, was war denn damals die politische Situation? Ja, also Israel damals, die römische Besatzer waren da und haben eigentlich das Leben zur Hölle gemacht. Und jetzt haben sie gesagt, oh, jetzt kommt hier der König. Ist nicht der Kaiser von Rom, ist unser König, unser Helfer, unser Befreier. Und der wird uns hier aus der Patsche helfen. Ja, also die haben also auf einen Messias gehofft, der die römischen Besatzer wieder verjagen wird. Und als sie gerufen haben, Hosanna, hilf uns jetzt. Make Israel great again. Ja, hilf uns hier aus der Patsche und bestrafe die Römer. Das war die Hoffnung, die sie hatten. Hosanna war also nicht der Ruf nach einer persönlichen Rettung, sondern nach einer nationalen Befreiung. Eine politische Übernahme und nicht eine geistliche Erneuerung. Das haben sie sich also erhofft. Und mit anderen Worten, was sie gesagt haben, ist, Herr, hilf uns jetzt. Aber wir wollen dir gerne sagen, in welchen Bereichen du uns denn bitte helfen sollst. Und sie haben also diesen milden, diesen demütigen Jesus, sie haben seine Milde verwechselt mit, oder haben sie gedacht, der ist mild, das ist wie so ein Marshmallow, so wie so eine Knete. Und wir können uns diesen Messias jetzt hier ein bisschen zurechtformen und so hinformen, wie wir ihn gerne brauchen. Herr, hilf uns und wir zeigen dir genau, wie du uns zu helfen hast. Und rette unsere Pläne, rette unsere Träume, unsere Hoffnung, unsere Ziele. Das hast du vielleicht auch schon gemacht? Ich weiß, ich habe das schon gemacht mit Jesus. Können wir mal ehrlich werden? Dass ich so zu Jesus gesagt habe, Herr, ich möchte, dass du genauso bist, wie ich dich jetzt brauche. Ich möchte dich gerne als Helfer haben. Ich habe dich ja auch in mein Leben eingeladen. Und jetzt möchte ich gerne dir sagen können, in welchen Bereichen du mir jetzt hier auch zu helfen hast. Kennt ihr das? Ja, dass wir dann so sagen, hier, ich sag dir jetzt, was du für mich tun solltest und wir fangen mal hier mit deinem Wort an. Da sind ja ein paar Sachen drin, das sagst du, das soll ich tun. Ich sag dir jetzt mal, wie ich mir das hier alles vorstelle. Hier sind ein paar Sachen, da stimme ich nicht mit überein. Können wir das mal bitte umformen? Können wir das mal bitte ändern? Und ich möchte dir sagen, vielleicht möchtest du diesen Satz aufschreiben, man kann Jesus nicht editieren. Du kannst Jesus nicht editieren. Das ist nicht I, Jesus.
So, wir sind ja so dran gewöhnt, dass man alles personalisiert. iTunes, iPhone, iPod. Aber es gibt keinen iJesus, den du dir irgendwie zurechtformen kannst. Ich glaube, es gibt einige Christen, vielleicht auch einige von euch, ihr seid so frustriert mit Jesus, weil ihr euch eigentlich wünscht, dass er nach euren Spielregeln spielt. Dass er nach euren Erwartungen, nach euren Vorstellungen bei euch regiert. Und wenn er dann nicht liefert, so wie du es erwartest, dann bist du genervt mit ihm und dann sagst du, diesen Jesus brauche ich nicht mehr. Der ist jetzt bei mir gecancelt. Genauso wie die Leute in Jerusalem später den Jesus gecancelt haben. Und dann sagst du sowas wie zum Beispiel, der Jesus hat nicht das getan, worum ich ihn gebeten hatte. Deshalb bete ich jetzt nicht mehr. Edge, ich glaube nicht mehr ans Gebet. Er hat ja nicht das gemacht, worum ich ihn gebeten habe. Eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Glauben. Oder Jesus hat mich um etwas gebeten in seinem Wort. Das will ich gar nicht tun. Passt mir nicht. Also habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Glauben. Und du wirfst den Glauben zur Seite. Und meine Antwort darauf ist, gut. Wirf diesen Glauben beiseite. Diese Idee solltest du dekonstruieren, denn es ist keine korrekte Idee, keine korrekte Vorstellung von dem, wer Jesus wirklich ist. Wirf diesen Glauben, diese Idee, diese Vorstellung beiseite, dass du einen Jesus hast, den du formen kannst wie Knete. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wenn du zu Gott kommst und ihn anbetest, nur um etwas von ihm zu bekommen, wenn du dein Palmwedel wehst, Herr, guck mal, Hosanna, um Jesus irgendwie zu manipulieren, dann hast du das ganze Ding komplett missverstanden. Wir beten Jesus nicht an, wir preisen Jesus nicht, um irgendwie dadurch ihn zu formen in ein Bild, was wir haben, so muss jetzt dieser Jesus sein. Deswegen beten wir Jesus nicht an, damit wir ihn formen können, wir beten Jesus an, damit wir in sein Bild geformt werden können. Versteht ihr, was ich meine? Und ihm immer ähnlicher werden. Sonst haben wir nachher nur einen selbstgemachten Gott und nicht den wahren Gott, den König, der hier in Jerusalem auf einem Esel einmarschierte. Wir müssen aufpassen auf unsere Reise. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir von Jesus wollen und dann verpassen, was er eigentlich für uns bereithält. Ich sage das nochmal. Wir müssen aufpassen auf unsere Reise, damit wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir jetzt halt von Jesus wollen und verpassen all das, was er eigentlich für uns bereithält. Die Menschenmenge, die sangen hier Hosanna, Hosanna und sie dachten, das heißt, wir können uns diesen Jesus formen, wir können diesen Jesus rumkommandieren. Und sie dachten, ja, Jesus, der kann jetzt hingehen und die Römer bestrafen. Sie verstanden nicht, dass Jesus kam, um selbst die Strafe auf sich zu nehmen. Sie dachten, Jesus könnten sie jetzt hier gebrauchen, damit er Frieden in die Welt bringt. Und Jesus kam aber, um Frieden zu schaffen mit Gott. Jesus ist nicht in Jerusalem auf einem Esel eingeritten, um einen Thron zu erklimmen, sondern um an ein Kreuz genagelt zu werden. Und jetzt schauen wir nämlich mal, was hieß dieses Hosanna für Jesus? Dieser Ruf, hilf uns jetzt, was hat Jesus gehört, als sie das gerufen haben? Wir stellen uns die Szene nochmal vor. Jesus ist also auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem. Die haben jetzt hier also die Palmzweige immer vor ihm auf den Weg gelegt. Wahrscheinlich war es sogar so, dass die haben es hingelegt und dann ist Jesus irgendwann drüber geritten. Dann haben sie es wieder genommen und sind wieder vor Jesus hin, haben es wieder hingelegt auf dem Weg. Haben wir wiederholend. Ja? Und dann heißt es, die Menschenmenge hat gerufen, Hosanna, Hosanna. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es gibt Bibelkommentatoren, die sagen, vielleicht war das sogar tatsächlich so ein Wechselgesang. Ja? Die eine Gruppe sagt, Hosanna, Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna, Hosanna. Also richtig, da war was los, vielleicht getan sie Kinder, alles, Hühner. Ich stelle mir das richtig vor. Ja? Und dann ging also der Weg runter, wenn ihr mal in Jerusalem wart, wisst ihr das, ging der Weg runter von Bethanien in den, Ölberg, heißt es Ölberg? Und dann kamen immer mehr Menschen dazu. Nach einer Weile geht dann der Weg wieder hoch über den Hügel. Und wenn man dann über diesen Hügel rüberkommt, plötzlich liegt sie dann da, die Stadt Jerusalem. Plötzlich kommt sie und man sieht sie. Der Tempel,
die Türme, die Häuser, die Gärten. Die große Stadt Jerusalem, die heilige Stadt. Da kommt also Jesus auf diesem Esel und dieses ganze Gedöns von Bethanien und dann sieht er plötzlich diese Stadt vor sich und dann heißt es nicht im Johannesevangelium, sondern im Lukasevangelium, wo die Geschichte auch erzählt wird, Lukas 19 heißt es, als er näher kam und dann die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie, über die Stadt. Und dieses Wort weinte ist eigentlich das Wort klagen. Das war nicht nur, ihm kullert eine Träne über die Wange, sondern ein tiefes, ein lautes Seufzen. So, ja, hat er angefangen zu... Stellt euch das mal vor, die Menge, sie singt und sie jubelt und Jesus sitzt auf seinem Esel und weint laut. Ist das nicht ein absurdes Bild eigentlich? Wir haben immer so die Vorstellung, ja, Jesus sitzt und grinst halt und genießt es irgendwie. Nein, er hat geweint, als das alles passiert ist. Was für ein König, das sollte er wirklich nicht verpassen. Das ist wirklich der Kern hier. Das ist das Herz unseres Retters. Hier sehen wir die menschliche Emotion von unserem König. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, warum hat er denn geweint? Ich glaube, er hat nicht über sich selbst geweint, dass er die Stadt gesehen hat und oh nein, jetzt bin ich in Jerusalem, jetzt ist es bald soweit, hier muss ich, armer Kerl, jetzt sterben. Ich glaube, es ging ihm gar nicht um sich. Ich glaube, er hat geweint über die Menschen, über das, was sie nicht erkannten, was ihnen fehlte, was sie nicht sahen, was sie taten, wie sie lebten. Sein Herz zerbrach über die Stadt Jerusalem. Und er weiß, in wenigen Tagen sind die, die jetzt noch Hosanna jubeln, sind die, die rufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Er weiß, dass die, die jetzt noch rufen, König von Israel, sind die gleichen, die ein paar Tage später sagen, wir haben keinen König außer Cäsar. Er weint über die Herzen derer, die ihn ablehnen werden. Was für ein unerwarteter König. Er weint über die Herzen derer, die ihn ablehnen. Jesus war so gut zu ihnen. Er hat ihre Kranken geheilt, ihre Toten auferweckt, die Aussätzigen gereinigt. Die Blinden konnten wieder sehen. Er hat die Hungrigen Essen gegeben, die Sünden vergeben. Und trotzdem wusste er, er wird jetzt abgelehnt werden. Als Jesus noch das war, was die Menschen sich erhofften, brachten sie ihm Zweige. Als Jesus dann das war, nicht was sie erhofften, aber das, was sie eigentlich brauchten, setzten sie ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Sie wollten den nicht. Ablehnung. Es gibt in den Psalmen, Psalm 118, das ist ein sogenannter messianischer Psalm, also ein Psalm, der schon viele Jahre vor Jesus geschrieben wurde, aber über Jesus, etwas, was er erfüllt hat. Psalm 118 steht Folgendes über Jesus. Da steht, Jesus ist wie ein Stein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, abgelehnt haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Jetzt sehe ich es euch an, manche, was heißt denn das jetzt? Ich will es kurz erklären. Ja, früher war es so, da gab es die Steinmetzen, die waren in der Grube und die waren ständig auf der Suche nach dem perfekten Stein, der ein guter, solider, der einfach perfekt geformt war, um ein Eckstein zu sein für ein Haus. Du kennst das wahrscheinlich auch vom Bau. Ne? So, wenn der Eckstein nichts ist, dann brauchst du gar nicht weiterbauen, dann hält das Haus sowieso nicht. Du brauchst ein solides Fundament, sonst ist es egal, wie schön nachher die Küche ist, das wird nicht halten. Ja? Also die haben einfach gesucht, nee, der Stein ist nichts, der Stein ist nichts, der Stein. Und die meisten Steine waren nicht geeignet, haben sie wieder verworfen, um diesen perfekten Eckstein zu finden. Und sie haben also inspiziert, bis sie endlich, aha, hier ist der Eckstein, den ich brauche. So, und Jesus, stell dir das vor, Jesus ist auf dem Esel, weint auf dem Weg nach Jerusalem, während alle feiern und sich freuen. Und er weint und er denkt innerlich, ihr werdet mich alle verwerfen, ihr werdet mich canceln. So wie die Steinmetzen den eigentlich guten Eckstein verworfen haben. So werdet ihr mich auch zur Seite werfen. Aber ich werde dennoch der Eckstein eures Heils sein. Ich möchte die Antwort sein auf euren Ruf. Hosanna, hilf uns jetzt. Ich möchte darauf die Antwort sein. Ich werde eine andere Antwort sein, als ihr es erwartet, aber ich werde genau die Antwort sein, die ihr braucht. Denn ihr habt noch ein größeres Problem als Rom.
eure Sünde. Und ich möchte eure Sünde höchstpersönlich ans Kreuz tragen, damit ihr gerecht und mit Frieden mit Gott haben könnt. Und ihr könnt mich auslachen, aber ihr werdet mich nicht aufhalten. Ihr könnt mich abweisen, aber ihr werdet mich nicht abbringen. Ihr könnt mich verprügeln, aber ihr könnt mich nicht stoppen. Ihr könnt mich töten, aber es wird nicht mein Ende sein. Ihr unterschätzt, wie sehr mir euer Hosanna am Herz liegt. Das ist das Werk des Herrn. Und wenn ihr es sehen könnt, ist es wunderbar anzusehen. Die Frage an diesem Palmsonntag ist tatsächlich, was machst du mit Jesus? Was machst du mit ihm? Wer ist dieser Jesus überhaupt für dich? Schaust du auf Jesus als einfach einen Helfer, wo du sagst, komm Jesus, werde Teil von meinem Game hier und solange du lieferst, ist alles cool, aber wenn du nicht mehr lieferst, dann herzlichen Dank, das war's, dann schiebe ich dich wieder zur Seite. Ist er nur so ein Helfer für dich? Oder heißt du, begrüßt du Jesus willkommen, heißt du ihn willkommen als den Retter? Den Retter, den Eckstein, das Fundament für dein Leben, der vielleicht anders daherkommt, als du es erwartest, aber genauso, wie du es brauchst. Jetzt sagst du vielleicht, ja, hört sich gut an, woher weiß ich denn, dass Jesus tatsächlich dieser Eckstein ist? Das ist ja ein schöner Vers. Aber woher weiß ich denn, dass Jesus tatsächlich ein Fundament ist, auf das ich mein Leben bauen kann? Woher weiß ich das? Das ist ja so ein bisschen Jesus auf dem Esel, der so demütig daherkommt, so milde daherkommt. Das ist ja, man täuscht sich ja da so ein bisschen. Das ist ja trotzdem noch ein Jesus, der nicht anspruchslos ist. Ja? Er kommt milde daher, er kommt sanft daher, er kommt zugänglich daher, er kommt freundlich daher, aber trotzdem hat er einen Anspruch. Er behauptet hier Dinge über sich, die sind eigentlich fast skandalös. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist skandalös. Woher weiß ich das denn, dass nur er das ist? Ich bin die Türe, ich bin das Tor, ich bin das Licht, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Woher wissen wir? Und wisst ihr, ich kann hier stehen, als Pastor muss ich das ja sagen irgendwie so. Ja, ich glaube das. Aber ich glaube das nicht nur. Ich weiß, dass das stimmt, Leute. Ich weiß, dass das stimmt. Ich kann es dir nicht wissenschaftlich beweisen. Aber ich kann es dir beweisen, anhand der Menschen, die dieser Jesus tagtäglich verändert. Selbst mich. Die Menschen, die sagen, ich glaube an diesen Jesus, ich vertraue auf diesen Jesus, ich baue auf diesen Eckstein, die haben ein Leben, das beweist, dass er recht hatte. Das beweist, dass er der ist, der er behauptet hatte zu sein. Und letztendlich ist es eine Frage von Glaube. Und dann sagst du, ja, ich habe keinen Glauben. Ich bin nicht so der Glaubenstyp. Jeder von uns hat Glauben. Du gehst durch dein ganzes Leben, jeden Tag und glaubst ständig irgendwelche einfach Sachen, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Ich habe heute Morgen meinen Kaffee getrunken und ich glaube einfach, dass Jenny diesen Kaffee nicht vergiftet hat. Ich weiß es ja nicht. Sie hätte bestimmt Grund gehabt, keine Ahnung, diesen Kaffee zu... Aber ich glaube, dass dieser Kaffee nicht vergiftet und ich trinke ihn einfach, ja? Du bist im Straßenverkehr ständig und du musst ständig glauben, dass der andere auch in seiner Spur bleibt und nicht plötzlich wie manche Fahrradfahrer einfach so kreuz und quer fährt. Ja, so. Du glaubst einfach, alle anderen kennen auch die Regeln. Du musst da vertrauen. Oder wenn du nachher Mittagessen gehst und mit deiner Karte das Mittagessen bezahlst, du glaubst deiner Bank, dass das Geld auch nach wie vor, was du denen gegeben hast, dass das nach wie vor auch irgendwo da ist und du deine Karte benutzen kannst. Du hast dich vorhin auf diesen Stuhl gesetzt. Ich glaube, keiner von euch hat geguckt, hält dieser Stuhl mich auch aus? Du vertraust darauf, du glaubst darauf, dass die Menschen, die diesen Stuhl gebaut haben und hingestellt haben, auch irgendwie wissen, was sie tun und du setzt dich einfach hin. Wisst ihr, unser ganzer Alltag ist voller Glaube und wir denken gar nicht drüber nach. Was ich sagen möchte ist, nimm diesen Glauben, den du hast und setze ihn mal in Jesus Christus und schau, was passiert. Nimm diesen Glauben, den du hast, setze ihn in Jesus Christus und schau, was passiert. Wenn du ihn willkommen heißt und durch Glauben sagst, Hosanna, hilf mir jetzt, rette mich jetzt, dann wird, ich garantiere es dir, dann wird dieser Jesus dein Leben verändern. Ich möchte mit euch beten, die Band kann nach vorne kommen, wenn ihr wollt.
Ich rede noch ein bisschen weiter, wenn ihr kommt. Ja, genau. Ich möchte sagen, falls du Jesus in deinem Leben noch nie eingeladen hast, bei dir einzukehren, vielleicht anders als erwartet, aber du hast ihn, willst ihn einladen und sagst, Hosanna, kehre auch bei mir ein. Willst du, bisher hast du ihn vielleicht immer so als Freund und als Helfer betrachtet, aber nie als Retter, nie als König. Falls du das noch nie gemacht hast, ich bin überzeugt, Jesus hat dich heute hierher gebracht zum Mosaik, damit du heute an diesem Tag diese Entscheidung treffen kannst. Vielleicht bist du auch schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und vielleicht, wenn du ehrlich bist, bist du auch ein bisschen frustriert mit Jesus, weil du willst eigentlich so einen Jesus haben, den du dir zurechtkneten kannst und Jesus ist dir ein bisschen zu kantig und ein bisschen zu fordernd und ein bisschen zu anders, als du es dir vielleicht erhofft hast. Dann möchte ich dich auch heute einladen. Vertrau diesem Jesus und gib ihm wirklich die Herrschaft in deinem Leben. Ich lade dich heute ein, zu ihm zu kommen und ihn als Retter anzunehmen, als König anzunehmen. Und er wird in dein Leben kommen und deine Vergangenheit vergeben, deine Gegenwart verändern und deiner Zukunft ein Zuhause schenken. Ich habe mir überlegt, wie mache ich das? Vielleicht machen wir mal was ganz Mutiges. Vielleicht darf ich die das jetzt entscheiden wollen, darf ich dich einladen, was brutal Mutiges zu machen und einfach da, wo du bist, aufzustehen. Falls du das zum ersten Mal entscheidest oder dich heute wieder neu dafür entscheidest, darf ich dich bitten, aufzustehen. Warum bitte ich dich aufzustehen? Vielleicht sagst du es mir ein bisschen öffentlich. Jede Person, die Jesus im Neuen Testament berufen hat, wurde öffentlich berufen. Das war nie irgendwie in der stillen Kammer oder so. Es war immer in Öffentlichkeit. Deswegen glaube ich, Jesus freut sich, wenn wir uns auch in der Öffentlichkeit zu ihm bekennen. Andersrum, er hat auch mal gesagt, wenn wir ihm nicht öffentlich bekennen können, dann sagt er auch vor seinem Vater, die kenne ich nicht. Also das ist ihm irgendwie ernst, das öffentlich zu machen. Deswegen möchte ich dich einladen, sei mutig, du musst nichts sagen, du musst nichts machen oder so, einfach nur als Statement zu sagen, ich möchte Jesus jetzt in meinem Leben einladen. Nicht nur als Helfer und Freund oder als Knetmasse, sondern als Retter, als König. Wenn das deine Entscheidung ist, stehe jetzt auf und dann bete ich mit dir. Ja, mega, Leute. Wir haben vorhin das Lied gesungen, Hosanna in der Höhe. Ich weiß nicht, was der das Lied geschrieben hat, was diese Person darunter versteht. Für mich heißt es Folgendes, und vielleicht möchtest du das jetzt mit mir einfach in deinem Herzen mitbeten. Hosanna in der Höhe heißt, Jesus, ich glaube, du bist König. Du bist mein König. Und der einzige Ort für einen König in meinem Leben ist in der Höhe. Der höchste Ort. Halleluja, nichts steht über dir, haben wir vorhin gesungen. Nichts soll über dir stehen. Nichts soll über deinem Thron in meinem Leben sein. Jesus, ich möchte dich in mein Leben einladen, nicht als Marshmallow-König, als Pseudo-König, als Knetmasse, sondern als den Retter, der regiert, der mir den Weg zeigt und der mich formt in sein Bild. Vielleicht möchte ich jetzt einfach, das werden wir noch singen, einfach beten. Jesus, kehre ein. Hosanna, hilf mir jetzt, rette mich jetzt. Nicht so, wie ich es gerne hätte, sondern genauso, wie du weißt, dass es am besten ist. Ich lade dich ein.